Wenn 2533 Frackträger und Uniformierte Punkt 15 Uhr aus Wildeshausen ausmarschieren, nur um ein paar Biere später kehrt zu machen und wieder einzumarschieren, kann das nur eine logische Erklärung haben. Es ist Gildefestzeit und damit auch Zeit der Besinnung auf altehrwürdige Traditionen und jahrhundertealte Ortshistorie, welche tief mit der Geschichte der Schützengilde verwurzelt ist. Ein historischer Exkurs. Die Gilde, die wurde ja vor ca. 600 Jahren, also 2003 vor 600 Jahren, gegründet. Das ist eigentlich schon die Geschichte. Nein, das ist noch nicht die Geschichte. Nächster Versuch. Die Bürgerwehr wurde damals geschützt, weil die im Krieg waren, wo der Volk, was da herrschte, die mussten die Leute beschützen. Die Bürger waren damals, um die Leute zu schützen. Und darum war auch Wasser. Im Endeffekt wurde damals der Burgberg war ganz um Wasser umgeben. Schlauer? Wir auch nicht. Das muss doch noch etwas genauer gehen. Ja, die Wildeshauser Schützengilde ist, so sagt man es zumindest, seit 1403. Entstanden aus der 10.000 Ritterschaft. Es war ja letztendlich eine Vereinigung der Bürger Wildeshausens, um Wildeshausen zu beschützen. Vor wem mussten die noch beschützt werden, hier die Bürgerwehr? Von den Schweden, ja genau, Schweden. Die wollten hier was, die Dörfer klauen oder die Frauen klauen, sag ich mal. Die Wildeshauser wissen also doch, wem sie ihre fünfte Jahreszeit eigentlich zu verdanken haben. Und warum es auch ausnahmsweise mal okay ist, an die Kirchenmauer zu schiffen. Und zwar auch ohne Segen von ganz oben. Ein Vorurteil hängt der Schützengilde aber immer noch hinterher. Frauen seien in der Männerriege der alten Schule nicht erwünscht. Sie marschieren zwar nicht mit und sind keine Mitglieder, aber sind uns sehr wichtig, dass wir sie unter uns haben. Und das ist auch gut so, denn Schützenkönige und Schaffer hin oder her. Daran, dass die Traditionen der Gilde auch noch weitere 600 Jahre und die nächsten Generationen überstehen, haben sie auch einen gewissen Anteil.